Yo, was geht ab, meine Freunde? Part Nummer 37. Yep, 37 von Let's Play Pokémon Y. Wir sind in der Pokémon Liga stehen geblieben. Und zwar werden wir nun in den nächsten Raum gehen. Und ich denke mal, das ist dieser Raum der richtige. Und es ist... Nein, das ist der falsche. Der wollte nicht. Nein, der kommt als letztes. Denn wir fordern nun zunächst im Schleusensaal jemanden heraus, den man aus lateinischen Sagen her kennt. Mal sehen, ob ihr ihn erkennen werdet. Und wenn nicht, werde ich euch, also ich werde euch die Geschichte wahrscheinlich so oder so erzählen, wenn ich mich richtig an sie erinnere. Das weiß ich natürlich nicht, aber egal. Jetzt passiert erstmal was. Aha. Aha. Läuft, das ist der richtige. Wow, okay, füll den Baum mit Wasser. Kämpfen wir jetzt in einem Wasserarea oder? Okay, auf jeden Fall geht's jetzt mal los. Hey, na du, wie geht's? Ich bin so, es sieht so gut aus, ich zeig dir nicht mal mein Gesicht. Ich weiß keine Antwort darauf. Okay, jetzt doch. Dora! Ich muss dir eine Frage stellen, mein Kind. Glaubst du, dass Pokémon-Kämpfe Kunst sind? Ja. Ich kann dir nur zustimmen. Nimm zum Beispiel die Kochkunst. Eine Kunst ohne Frage, aber doch höchst vergänglich. Meistens ein Mal schneller verzehrt als zubereitet. Mit Pokémon-Kämpfen verhält es sich ganz ähnlich. Die Erinnerung verblasst schnell auch an den Siege. Sich jedoch ganz und gar einem so vergänglichen Leben zu verschreiben, das ist wahre Kunst. Und zwar heißen sie Gegner. Versus. Narcissus. Wer kennt die Geschichte von Narcissus und Echo? Ganz einfach. Narcissus ist ein Typ, so wunderschön, stammt glaube ich von der Nymphe und einem Halbgott oder irgendwie sowas war das. Oder Meerjungfrau, keine Ahnung. Auf jeden Fall, oh, so wunderschön wie kein zweiter und bla bla bla. Und Echo wurde verflucht und konnte nur noch Sachen nachreden, die andere geredet haben. Ganz einfach. Und nicht so gut aussehend. Auf jeden Fall Narcissus natürlich hat sich wurde auch verflucht, weil er doch so gut aussieht. Und ja, konnte dadurch dann nur noch hat sich dann dadurch in ein Spiegelbild verliebt. Und dadurch hat er dann ein Spiegelbild näher geträumt, bla bla bla. Ihr findet das in den Metamorphosen von Ovid. Ja, ich habe es in der Schule durchgenommen, deswegen kenne ich den Scheiß. Und auf jeden Fall endet es dann so. Narcissus stirbt an der Liebe zu sich selbst und wird zu einem Narzissus, zu dieser Blume. Und Echo wird zum Stein. Und was passiert daraus? Ganz klar, sie wird zum Echo. Wer hätte es gedacht? Geschichtsstunde, meine Freunde, Geschichtsstunde. So, und nochmal. Aquarelle, und jetzt kommt erstmal die schöne Phantomkraft von hinten. Macht das Schaden? Schade, macht das nicht. Aquawelle. Das macht aber auch nicht unbedingt viel Schaden. So, Unheil schwingen. Noch ein. Schon wieder top genesen. Hätte ich das gewusst, hätte ich Beleber eingesetzt. Und. Boom! So, aber ich setze als nächstes. Doch, ich setze als nächstes erstmal Beleber ein. Weil es einfacher ist. KP mach ich. Ne, habe ich glaube ich keinen Beleber. Status Heilmittel. Hier habe ich nämlich direkt 24 Beleber gefunden. Und Fruity wird geheilt. Sehr schön. Okay, das fängt schon mal ganz gut an. Und ich war ein bisschen lauter. Man muss der Ingame-Sound ein wenig hören, wobei. Ah, nee, das reicht. Und der macht einen elenden Critical. Das ist doch nicht ernst. Aber ich glaube, der hat schon all seine Top-Beleber hier, Top-Genesungen schon benutzt, ne? Mir wurde auf WhatsApp geschrieben, wer auch immer das ist. Auf jeden Fall heilen wir uns erstmal auf Aquawelle. Okay. Das kriegen wir ja noch hin, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und ein letztes Mal Unheil schwingen. Boom. Bam, und damit war es auch mit Wummer. Der Kampf dauert schon fast länger als alle anderen Kämpfe zusammen, ne? So, Wummer wurde erster besiegt. Littlefoot, Level 45. Shadrago, Level 60. Läuft bei dem. Tanatora. Ich tendiere dazu, dass du von Typ Gestein bist, weil ich glaube, dass du dieses eine komische Vieh bist. Deswegen darf Monika die Reihe. Erstmal. Ich glaube, das ist dieses komische Vieh, was da vier Arme hatte, nur die Entwicklung davon. Kann das sein?
Kann das sein? Boom, ich bin so gut. Und du bist definitiv auch noch vom Typ Gestein. Deswegen surfe. Und boom. Das macht guten Schaden. Oh, werde Attacke ab, gut. Und nochmal, surfe, damit haben wir diesen Kampf auch schon gewonnen. Hey, yippie. Tana Tora wurde auch besiegt. Das gefällt mir doch auf jeden Fall sehr gut. Yes. Level 67 für Munich. Als nächstes folgt Stami. Ja, da lasse ich mal einen Fruity kämpfen und hoffe, dass er dieses Stami doch irgendwie besiegen kann. Hoffe ich. So. Donnerblitz. Boom. Und. Ja, sehr schön. Das war ein lockerer One. Damit habe ich natürlich gerechnet. Ich wusste es einfach. Und ja. Als nächstes folgt noch ein... Okay, Gyarados, vierfach Schwäche. Ich wiederhole. Vierfach Schwäche. Das muss einfach down gehen. Und ich setze nicht Parabolladung ein, sondern gehe direkt auf volle Kanne mit der Hoffnung, dass es klappt. Und yes! Wir haben es besiegen können. Super. Level 59 für den guten Fruity. Okay. Ich, der wunderbare Narcisse, werde mich deiner erinnern. 13.000 Pokédollar erhalten. Verschreibe dich ganz deinem Tun und Schaffen, auf das auch das Vergängliche ewig widerhallt. In deinem Denken, Handeln, Leben und Erbe. Auf deine kulinarischen Reise durch die Pokémon-Liga warte dich nur noch eine letzte Mahlzeit. Verspeise sie mit deinem Appetit auf Stärke und verputze das Menü damit restlos. Yep. Und auf heilen, meine Freunde. Okay, ich werde nur Hypertränke gebrauchen. Einmal. Und zweimal. In den nächsten Gegner werde ich auf jeden Fall Shadrago benutzen und hoffen. Ich betone, ich hoffe, dass Amagago, also Littlefoot, das aushält und nicht nach direkt einer Attacke down sein wird. Weil, wie der Name Dracosal schon sagt, ist es ein Drachentrainerin. Deswegen, mal so nebenbei, kann es sein, dass in jeder, wirklich jeder Liga der Typ Drache, der Typ Drache ist der stärkste Typ von allen, soweit ich mich erinnere. Aber trotzdem, in jeder Liga ist... Doch indirekt. Bei der 5. Gen ist ja eine Drachenarena. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die Liga dort gemacht ist. Aber da ist ja die Dingens. Und die hat ja ein Drachen-Pokémon. Stimmt. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Nett. Nett. Doch, nett. Wow. Diese Dinge an den Seiten waren jetzt nicht unnötig, aber egal. Showtime! Letzter Kampf der Top 4. Ach, wen haben wir denn hier? Ich freue mich über Besuch. Du bist sicher sehr stark, nicht wahr? Ein richtiges Energiebündel, wie es mir scheint. Ach, was für eine schöne Überraschung. Ein Kampf gegen jemanden wie dich ist das perfekte Training für mein Team. Ach ja, Training für dein Team. Ist das dein Ernst? Faust Drakina! Dein Ernst? Tandrak. Was ist denn ein Tandrak? Okay, das sehe ich zum ersten Mal. Aber unser Shadrago hier, der kann das natürlich. Drachenklaue. Ganz, oha. Bist du Typ Pflanze oder Typ, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Shit. Shadrago wird das doch nicht so lange überleben hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Dann muss ich doch irgendwie auf was anderes hoffen. Gut, dann... Drachenklaue. Drachenpuls noch einmal. Oh, das tut weh. Das tut weh. Bam, komm, Critical. Schade. Gift... Nein, ja, du bist auf jeden Fall Typ Pflanze, wie scheint. Oder Typ Gift kann jetzt auch sein. Natürlich. Dann mache ich jetzt nochmal Schaden, weil du haust auf, ne? Ja, du haust auf. Dann mache ich jetzt nochmal Schaden, bevor ich besiegt werde. Drachenklaue. Boom. Und das war's dann auch mit Shadrago. Schade. Echt schade. Doch, das ist wirklich schade. Das ist echt schade.
Gut, dann hoffen wir mal, dass Littlefoot hier eine einzige Attacke überlebt. Rückkehr. Littlefoot ist schneller, geil. Yes, dann natürlich vergift uns doch. Thundrak wurde besiegt. Level 46 für Littlefoot. Zugabe, nein. Definitiv nein. Ja, jetzt kommt erst in die Vergiftung. Als nächstes kommt Shadrago, wer hätte es gedacht? Damit das aber jetzt etwas zu riskant. Wobei, nein, ich bleib drin. Mit der Hoffnung geht das schon. Ich schau mal kurz, ob man meint, weil es wird wahrscheinlich nicht viel anders sein wie der Spezialangriff zum Angriff, wie der Verteidigung zum Spezialangriff. Sie ist zwar nicht gut, aber auch nicht schlecht. Einfach mal ein Eisstrahl. Wir sind schneller. Hart. Okay, das macht zu weh. Fuck. Das war's. Erstens haben wir zuerst angegriffen. Zweitens war das ein Critical. Das hätten wir nie überleben können. Ja, Iveltal, du kriegst das auf jeden Fall. Mann, das wird ein harter Kampf. Vor allem, weil wir so schlecht gegen Drachen sind. Das wird ein mega harter Kampf. Unheilsschwingen. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Boom. Akzeptabel, akzeptabel. Doch, akzeptabel. Ohne Vergeltung. Normal effektiv. Gut. Nochmal eine Unheilsschwinge und das wird dann auch geschafft sein. Der Champ wird wahrscheinlich wieder einfacher sein, glaube ich. Gut, Shadrago wurde besiegt und wir erhalten ein paar KP. Gut, sehr schön. Das gefällt mir, wie es gerade läuft. Level 61 für Iveltal. So, als nächstes kommt Altaria. Ein Altaria. Da bleibe ich schon mit Iveltal drin und heile Amagago auf. Weil Amagago hier, wenn er jetzt... Ja, es ist so, wenn er jetzt Drachentanz einsetzt, ist Amagago im Arsch. Nein, kein Paraheile. Ich wollte ihn Beleber haben. Wenn er Drachentanz einsetzt, ist es im Arsch. Wenn er keinen Drachentanz einsetzt, dann wiederum nichts. Mondgewalt. Okay, damit kann ich leben. Wie viel Spezial... Okay. Dann wird nochmal Shadrago schnell aufgeheilt. Wir halten ja ein bisschen was aus. Gut. Jetzt kommt noch eine Mondgewalt. Ach du Scheiße. Okay, und nun setzen wir Schmarotze ein. Guter Schaden, guter Schaden, guter Schaden, guter Schaden. Überleben wir nicht, schade. Schade, 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 schade. Aber wir schaffen das natürlich mit Littlefoot. Jetzt sind wir natürlich, wir sind schneller. Die Betonung liegt auf, wir sind auf jeden Fall schneller. Und Rückkehrattacke. Nein, wir sind nicht schneller. Scheiße. Yes! Wir haben das überlebt und können es besiegen. Mit einer Rückkehrattacke. Weil Amagago uns einfach zu sehr lieb hat. So, und das kommt... Uhafnir. Was ist ein Uhafnir? Die Rechtschreibung vor allem bei diesem Pokémon ist echt krass. Ah, das ist Uhafnir. Wo kann man das fangen? Nee, da ist er. Wo kann man es fangen? Warum ist alles schneller als mein Shadrago? Das gefällt mir nicht. Ja, Shadrago ist natürlich down. Wer hätte es gedacht, ne? Gut, dann kommt Littlefoot hier rein und macht das natürlich nochmal. Und zwar mit einer schönen Rückattacke, weil wir schneller sind. Oder nicht? Schade. Schade, 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 schade. Gut, da kommt jetzt mal der Runik an die Reihe. Und zeigt uns, wie viel Schaden die Kehrtwende macht. Und boom. Gar keinen Schaden. Okay, das war jetzt nicht unbedingt sehr vorteilhaft. Was für ein Typ ist denn überhaupt hier? Drache und was noch?
Drache und was noch? Ja, das ist akzeptabel. Das ist ein akzeptabler Schaden. Gut, wir können es noch einmal, wenn wir einen Critical machen, haben wir den Kampf gewonnen. Wenn wir keinen Critical machen, haben wir den Kampf in der nächsten Runde gewonnen. Und wir haben ohne Critical gewonnen, meine Sehr schön, meine Freunde. Na sowas. Was, das etwa schon? Tut mir leid, komm noch mal wieder vorbei. Ich bin so glücklich, ich habe verloren. Ach, was für ein schöner Anblick. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid einfach herzallerliebst. Wir sind einfach brutal. Am Arsch. Puh, okay. Beliebe Action. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay, Hypertrank Action. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Okay, als nächstes, wie viele Elixiere habe ich? Ether habe ich zwei. Habe ich überhaupt Elixiere? Nein, habe ich. Okay, Sonder. Auch ich habe einen Sonderbonbon. Ja, gut, ein Sonderbonbon, der geht einfach mal auf Amagago. Bitte schön, Level 47 Amagago. Ich habe gar keinen. Okay. Äther für deine Unheilsschwingen. Ja, und der Rest hat kaum gekämpft. Ja, komm, dein Donnerblitz. Oh, okay, meine Freunde. Dieser Moment heißt jetzt für uns auf zum Champion, zum Champ. Mach's gut, besuch mich bald mal wieder. Sowas aber auch. Du hast alle Mitglieder der Top 4 besiegt. Auf dieser Leistung kannst du echt stolz sein. Herzlichen Glückwunsch. Hihihihihi. Gut, meine Freunde. Auf diesen Moment warten wir seit 35 Parts. Und ja, wir kämpfen gegen den verkackten Champ dieser Liga. Im Lichtsaal. Aber wir kämpfen nicht mit Chadrago als erstes, weil das erste sein wird, was direkt weggebasht wird. Wir kämpfen als erstes mit Femininus. Es ist das erste Mega-Pokémon, das wir bekommen haben. Das erste Mega-Pokémon. Und deswegen hat es die Ehre zuteil, seine erste Mega-Entwicklung, die wir in diesem EP bekommen haben, einsetzen zu dürfen. Auf geht's. In den letzten Saal. Nein, in den letzten Raum. Um gegen den Champ zu kämpfen. Und zwar den Champ. Willkommen, ich bin Dianta. Du? Okay, sorry, ich habe jetzt, das muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mehr gewusst, dass sie der Champ ist. Also nicht mehr, weil ich ja schon andere IPs gesehen habe, aber ich habe nicht mehr gewusst, dass sie der Champ ist. Warte mal, dich kenne ich doch. Wir sind in dem Lumina und Tempera bereits begegnet, nicht wahr? Nur in der Pokémon-Team, ihr habt Team Flair das Handwerk gelegt, wenn ich mich nicht irre. Dann bist du sicher auch der junge Trainer, von dem Professor Platan so schwärmt. Vielen Dank, du und dein Team, ihr habt uns alle gerettet. Ihr müsst wirklich sehr talentiert sein. Ich freue mich schon sehr drauf, euch im Kampf glänzen zu sehen. Ha! Let's fight, Mitch! First Jumper, Champ der Pokémon-Liga. Nett gestrited. Wrestler Dero. Okay, sie fängt mit einem Flugkampf-Pokémon an. Femininus! Und sie hat 6 verkackte Pokémon. Gut, wir machen erstmal das. Boom! Ja! Boom! Läuft bei uns. Und Mega Glurak Y! Dürre. Und fick dich einfach, du bist schneller als wir, das gefällt mir nicht. Und One It, komm schon. Yes! Sehr schön, meine Freunde. Pokémon Nummer 1 des Champs ist besiegt. Und Level 61 für unser Femininus. Weiter geht's mit Monagoras. Monagoras, ah ja. Monagoras ist ja dieses Drache-Gestalt-Pokémon. Und zwar das Pokémon, das aus dem anderen Fossil herauskommt. Sag ich doch. Und es ist einfach mal mies stärker als wir. Oha, ein Kopfstoß. Ist es eine Steinattacke? Ja, ist es. Schade.
Hätte ja klappen können. Dann darf als nächstes hier mal... Der Runik darf das hier mal machen. Wow, hat der Rückstoß bekommen oder was? Surfer-Attacke! Und boom! Hat gereicht. Sehr schön. Okay, als nächstes folgt... Viscogon. Ah, ich weiß, was Viscogon ist. Natürlich weiß ich, was Viscogon ist. Shadrago erstmal. Viscogon ist das andere Drachen-Pokémon hier. Das, dieses Drachen-Pokémon dieser Gen. Und erstmal eine schöne Drachenklaue. Wobei. Das war jetzt, glaube ich, nicht so vorteilhaft, wenn ich mal so drüber nachgedacht habe. Los, Brutti. Donnerblitz. Und los. Du bist schneller. Sehr schön. Und du machst keinen Schaden. Gut, dann heilen wir jetzt erstmal auf. Nein. Littlefoot erstmal aufheilen. Aua, Fokusstoß trifft. Nicht schön. Unschön. Äußerst unschön. Gut, wir haben nochmal die Möglichkeit aufzuheilen für Shadrago. Mhm. Fuck, wie soll ich dieses Vieh denn loswerden? Das ist mega brutal stark. Und egal was es einsetzen wird, Littlefoot wird sterben, außer die Attacke geht daneben. Deswegen Hoffnung, 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 Hoffnung. Nein! Hoffnung verloren! Scheiße! Okay, das war schade, das war sehr schade. Dann muss als nächstes unser Iveltal an die Reihe. Mit der Dunkelaura. Erstmal eine Unheilschwinge. Wie viel macht die? Okay. Was macht die Phantomkraft? Ich muss jetzt erstmal abprüfen, was die Attacken für Schaden machen. Und eine Phantomkraft. Okay, angemessener Schaden. Doch, angemessener Schaden. Gut, dann hoffe ich, dass die Unheilschwinge jetzt dann doch reicht, um es zu besiegen. Also dieses Iveltal rettet uns hier in der Liga manche Situationen. Nein! Shitty! Shit, 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 shit. Es rettet uns echt manche Situationen in dieser Liga gerade. Muss ich ehrlich zugeben. Gut, in Anbetracht dessen, dass du jetzt eh aufheilst, heile ich auch auf. Ja, 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 ja. Okay, erstmal beide aufgeheilt und als nächstes Schmarotzer-Attacke. Wow, die macht schön Schaden. Die macht sehr, 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 sehr schönen Schaden. Futi, erzähl mal, wie viel sehr ich gesagt habe. Hast du ja im vorletzten Part so schön gemacht mit meinem Bleib drin. 18 Mal, wie ich gelesen habe, ne? 18 Mal Bleib drin gesagt. Shadrago Level 61. Wunik Level 68, sehr schön. Amagaga. Ja. Da kannst du eine Gesteinattacke. Du kannst Kraftkoloss, das kriegen wir hin. Wenn wir schneller sind, kriegen wir das hin. Wenn wir nicht schneller sind, haben wir ein Problem. Komm schon, Shadrago, komm schon. Sei wütend, komm schon, sei schneller. Nein, ja, Kraftkoloss und boom. Dürfte reichen. Yes. Ja, ja, Angriff und Verteidigung sinkt, aber egal. Scheiß drauf. Als nächstes folgt Pumpgen, Feuergeist. Heißt Unik, du bist dran. Okay.
Surfer. Oder ist es Pflanzegeist? Du bist Pflanzegeist. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann setze ich meine Kehrtwende ein. Stimmt, 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 stimmt. Gut, Femininus, du bist wieder dran. Das Sonnenlicht kommt wieder. Oh, eine Samenbombe auf einen Feuerflug-Pokémon. Das macht so viel Schaden wie... Keine Ahnung. Feuerwurf. Flammenwurf. Ich weiß, Feuer sollen die Flammenwurf sagen und dann keine Ahnung. Flammenwurf. Gut, die letzte. Ist das jetzt ihr letztes Pokémon, das kommt? Wie es scheint, kommt ihr letztes Pokémon und dafür habe ich mir mal Chardrago aufgehoben. So, Gardevoir. Die Fährte gibt ihr eine Rauhaut. Nachthieb! Shit! Das Vieh nimmt uns dick auseinander! Ich muss ehrlich sagen, das ist hart. Iveltal, komm schon! Sei einfach nur schneller sein, einfach nur schneller sein. Dann haben wir gewonnen. Wenn du nicht schneller bist, haben wir ein Problem. Schmauze! Nein! Bitte mach wieder so wenig Schaden wie eben. Okay, das ist matt. Eine Kehrtwende. Gut, wir sind schneller. War hier zu schneller. Wieso macht das nur normalen Schaden? Mann. Okay, Runik, Feminus, Mondgewalt nochmal. Yes, das macht kaum noch. Ah, fuck, ich hab dich nur eine Runde zu früh. Egal, Flammenwurf. Shit. Wenn jetzt ihr letztes Pokémon mich so dick trollt, dann kriege ich einen dicken Raster. Dann kriege ich einen Deckenratter, weil das ist ihr letztes. Das ist ihr allerletztes Pokémon und das möchte ich echt nicht. Ach man, das macht bei gar keinem Sinn, richtig aufzuhalten. Ich heiz einfach mal schnell alles auf, was ich habe. Das ist jetzt hart. Das ist jetzt sehr hart. Ich muss irgendwie dazu kommen, dass ich irgendwann was überlebe. Damit ich zwei Pokémon auffallen kann. Ach man, das kann ja jetzt nicht sein, dass dieses Scheißvieh schneller ist als alles, was ich habe. Und dadurch kann ich nicht auffallen. Jetzt setzt sie eh einen Donnerblitz ein. Okay, ich hoffe mal, dass das klappt. Fuck, Alter! Fuck, es kann jetzt nicht sein, dass die mich so trollt, oder? Komm schon, Fruity, komm schon, Fruity, komm schon. Du musst es nur schaffen, eine Runde zu überleben. Wenn du eine Runde überlebst, hast du schon alles getan, was ich brauche. Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Ach man, das ist jetzt mega scheiße. Ja, egal was ich jetzt aufhalte, die besiegt es immer, weil das jetzt die beiden Attacken hat, die alles von mir wegbashen. Und weil ich ja nur die Hälfte aufheile. Aber ich möchte jetzt eigentlich nur ungern gegen dich verlieren.
Ach man, jetzt hör doch mal auf. Ziemlich unvorteilhaft. Das Problem ist, dass ich jetzt ungern riskieren möchte, irgendwie was zu machen, was ich vielleicht bereue am Ende. Das Problem ist, dass dieses Wixvieh einfach gegen alle meine... was hat. Und dass sie halt schneller ist. Ja, wie ich scheit, hat keinen Sinn. Ich werde wahrscheinlich einmal verlieren müssen. Das macht... oh, vielleicht. Nein! Boah, das wäre jetzt natürlich mega nice geworden, hätte ich das überlebt. Ich muss nur einmal hoffen, dass sie irgendwas einsetzt, was ich überlebe. Dann habe ich eine Chance. Oder einmal wenigstens daneben geht. Es kann nicht sein, dass sie jedes Mal mit der verkackten Attacke trifft. Oh Mann, jetzt komm schon. Komm schon. Nur ein verkacktes Mal was einsetzen, was mich nicht umbringt. Warum geht die... hat diese eine immer ich treffe immer Wirkung oder was? Ich möchte nicht verlieren. Fuck, und ich kann gleich keine Beleber mehr einsetzen. Kannst du nicht einmal einen Attack einsetzen, der daneben geht? Vielleicht, eventuell. Och nee, Mann. Das ist der mega scheiße. Mega scheiße. Mann, kann diese scheiß Attacke nicht einmal daneben gehen? Wie oft kann man den Mondgewalt einsetzen? Kann man das 30 mal einsetzen oder was? Wie schnell bist du denn, Gurak? 145. Komm schon, setz einmal nur eine Attacke ein, die daneben geht. Ach. Ich riskier's mal. Komm schon, und? Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr! Wegen... ein Hundsfotz von KP. Ja, meine Freunde. Das heißt, den ersten Teil haben wir wohl verloren. Gut, ich werde es dann jetzt so machen. So machen müssen. Ich werde den Kampf jetzt... also ich werde jetzt offscreen die Liga nochmal machen. Und werde dann zwar den Kampf gegen Dalantia... wieder aufnehmen und den euch dann dazu schneiden. Deswegen sehen wir uns gleich. Tschaußen!